Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Und ja, wir sind hier auf der Suche nach Cavalorn gewesen, der nicht mehr da ist, weil ich wahrscheinlich Vatras davon erzählt habe, dass er mir von Ring des Wassers erzählt hatte. Ich hoffe, ich habe jetzt damit keinen Mist gebaut. Ja, aber wir können hier jetzt, weil wir gerade auch in der Nähe sind, die eine Steintafel oder was auch immer, hier von dieser einen Ruine holen, die hier bei diesem einen Hof ist. Hier bei dem hier, hinter ihm. Komm, ich quatsch mal auch mit Malis. Ich muss weiter. Okay. Ich kann nicht nochmal mit ihm quatschen. Hier, Lobart. War das doch, oder? Hat er was Neues für mich? Hast du sonst noch was für mich zu tun? Ich nicht. Aber du kannst meine Frau fragen oder die Jungs auf den Feldern. Vielleicht brauchen die Hilfe. Okay. Im Grunde habe ich eigentlich alles schon erledigt. Ich quatsch auch trotzdem noch mal mit der Frau. Hey, du. Genau, Hilda. Hast du was zu essen für du mich? Du hast doch sicher genug Geld, um in der Stadt etwas zu bekommen. Schade. Ich hätte jetzt mich auf Essen gefreut. So, die Jungs auf den Feldern fragen wir ein andermal. Aber hier, da haben wir so eine Ruine. So eine Steinformation. Da müsste doch was sein, oder? Oh! Da ist Cavalorn. Suchst du etwas? Suchst du etwas? Ist das so offensichtlich? Ja, ich habe von den Wassermagiern den Auftrag, nach irgendwelchen verlorenen Ornamenten zu suchen. Trifft sich gut. Ich habe den gleichen Auftrag von Nefarius bekommen. Gehörst du also zum Ring des Wassers? Noch nicht. Noch nicht, aber ich arbeite dran. Das freut mich. Dann muss ich das hier nicht alleine machen. Hast du schon ein Ornament gefunden? Ich habe die Stelle gefunden, an der wir eins finden sollten. Dieser Steinkreis könnte eins dieser Bauwerke sein, die Nefarius beschrieben hat. Jetzt müsste man nur noch den Mechanismus finden, nach dem wir suchen sollen. Ich will deine Fähigkeiten erlernen. Sicher? Was willst du wissen? Nee, der hat ja nicht die Fähigkeiten, die ich haben will. Okay, ich hatte gehofft, er könnte mir Schlösserknacken beibringen. Also hier muss jetzt irgendwo ein Mechanismus sein? Oder wie die Lost Kitten sagt, Sichernismus. Oh, Lederbeutel und ein Schalter. War das das? Da ist noch ein Schalter. Feldknöterich. Ist hier noch ein Schalter? Ich glaube, an jedem dieser Steine müsste einer sein. Nee, ich kann mit ihm nichts Neues. Und hier den nochmal. Nee, vielleicht jetzt. Müssen beide gleichzeitig gedrückt werden? Nee, da passiert nichts. Gibt's hier irgendwie was Neues? Auch nichts. Ich sehe zumindest nichts von weitem. Also hier haben wir einen Schalter und da haben wir einen Schalter. Wir müssten hier... Also eigentlich gehe ich mal davon aus, dass da vielleicht ein paar mehr sein müssen an Schaltern.
Und das vielleicht in der richtigen Reihenfolge gemacht werden muss. Die gehen immer wieder raus. Egal, das hat jetzt erstmal mit der Hauptstory zu tun. Ich wollte jetzt aber die Nebenquests mal erledigt haben. Kümmern wir uns ein andermal dann drum. So, und quatschen nochmal mit denen. Und wir haben Kavalon wieder gefunden. Und uns fehlt ja noch ein bisschen was an Dingens. Hier, was mit ihm? Hier draußen ist es in letzter Zeit immer gefährlicher geworden. Und die Feldräuber werden zu einer echten Plage. Ich habe die doch schon längst erledigt, die Feldräuber hier. Ach, hier, Vino. Gibt's irgendwelche interessanten Neuigkeiten? Gibt's irgendwelche interessanten Neuigkeiten? Außer dem, was ich dir erzählt habe? Ich habe vergessen, was du mir erzählt hattest. Nein! Okay, ich dachte schon, ich falle jetzt in den Tod oder verliere ein bisschen Leben oder sowas. Aber okay. Kavalon haben wir jetzt woanders gefunden gehabt. Ich hatte gedacht gehabt, er wäre jetzt weg. Und wir müssen irgendwie einen Weg zu Dexter finden. Vielleicht müssen wir Dexter ausschalten. Gehe ich mal von aus, dass Dexter getötet werden muss. So. Und wir müssen noch einige der anderen Vermissten ja wiederfinden. Wie sieht's denn eigentlich mit unseren Quests aus? So, die Spur führt mich in den Wald hinter Seekopfsbaum und irgendwo im Norden. Dort soll es Banditen geben, die eine Menge Waffen geliefert bekommen haben. Das müsste ich mal machen. Aber mit ihm fortgespült. Aber die Banditen, die oben sind, euch jemals vielleicht schlafen. Der Regen ist mir zu unschön und zu dunkel. Und es ist wahrscheinlich auch schon so weit von der Zeit her, dass gleich wahrscheinlich irgendwann wieder Nacht wird. Bis zum nächsten Morgen, bitte. Und wer weiß, vielleicht finden wir jetzt noch mehr von den verschwundenen Personen. Aber der Mensch und das Tier führten Krieg auf dem Land Adanos. Und der Zorn der Götter war mit ihnen. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Und der Mensch erschlug. Ich frage mich aber, wo ist Greg hin? Erzähle ich gar nichts mehr. Das ist ja schrecklich. So, egal, wir gehen jetzt mal hier hin. Ich glaube da nicht dran. Ja, springen erstmal hier hin, stolpern erstmal über die Brücke. Hier läuft man aber auch tausendfach hin und her. Aber wir sind zumindest in der Lage, gegen die Skelettgoblins schon zu kämpfen. Was ich jetzt nicht erwartet hätte, dass wir schon stark genug gegen die sind. Obwohl, kommt immer ganz drauf an, wo man gegen die kämpft, glaube ich. Sind unterschiedlich stark. Oder ich sag hier wieder Bullshit, kann auch sein. Bin gut darin, Falschinformationen aus Versehen irgendwie hier zu erzählen. Weil ich mich irgendwie falsch oder anders daran erinnere. Lester wollten wir eigentlich auch nochmal quatschen, aber machen wir ein andermal. Lester hat jetzt nicht so eine hohe Priorität. Ich frage mich eigentlich, wie viele Nebenquests ich jetzt eigentlich versäumt habe. Ich hoffe nicht allzu viele. Und ich hatte jetzt nicht gedacht, dass wir das mit diesen Vermissten eigentlich jetzt schon so schnell hier hinkriegen könnten. Ich hatte gedacht, das kommt alles mit der Zeit, so wenn man höheren Kapitel hat. Ist anscheinend nicht dem so. Vielen hatte ich gedacht gehabt, das kommt erst nachher, später. In Gothic 1 habe ich ja auch die meisten Nebenquests quasi direkt sofort zu Anfang machen wollen. Hier ist Greg! Was macht er denn hier jetzt? Sieh mal an, wer da reingeschnallt kommt. Der Bauernjunge.
Du kommst mir gerade recht. Hä? Was willst du denn von mir? Was willst du denn von mir? Hast du immer noch Probleme mit den Stadtwachen? Ich geb dir gleich Probleme, du Wicht. Ich suche einen Kerl. In der Stadt war er nicht zu finden und die Geigen hier haben auch keine Ahnung. Er ist schlank, dunkelhaarig und trägt meist eine rote Rüstung. Soviel ich weiß, war er damals ein Sträfling in der Kolonie. Ich glaube, sein Name beginnt mit einem D. Ich kenne niemanden, auf den die Beschreibung passt. Heißt er vielleicht Dexter? Heißt er vielleicht Dexter? Kann sein, dass das sein Name ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich werde es wohl erst wissen, wenn ich vor ihm stehe. Sonst noch was? Ja, du Großmaul. Ich hab noch was. Ich brauche Waffen. Ich brauche Proviant. Gold wäre auch nicht schlecht. Digga, Gold, wir alle wollen Gold. Gold? Wir alle wollen Gold. Mach schon sein. Und was machst du damit? Versäufst dein Gold in der Kneipe oder verprasst es im Bordell, so wie ich dich einschätze. Nö, ich nicht. Und du hast einen besseren Plan, ja? Du würdest dich unter einem Stein verkriechen, wenn du wüsstest, was ich schon alles auf die Beine gestellt hab. Also sei nicht so vorlaut, sonst stopf ich dir dein großes Maul. Was ist das für ein... hast du in der Stadt keinen Waffenhändler gefunden? Hast du in der Stadt keinen Waffenhändler gefunden? Das ist nicht dein Ernst, oder? Die haben doch nur Schrott. Waffen? Die Söldner haben Waffen. Waffen? Die Söldner haben Waffen. Interessant. Ich hörte davon, dass Ona, der fette Bauer, die Jungs angeheuert hat. Gar nicht so übel für so eine Landratte. Keine schlechte Idee. Ich sollte sie vielleicht wirklich mal aufsuchen. Proviant? Du bist hier in einer Taverne. Proviant? Du bist hier in einer Taverne. Der dämliche Wirt rückt da nichts raus, wenn du ihn nicht dafür bezahlst. Ich kann dir nicht... Ach komm, 10 Goldmünzen. Hier hast du 10 Goldmünzen. Du armer Schlucker, kannst deine Kröten behalten. Ich hab da eine bessere Idee. Nicht weit von hier gibt es eine Höhle. Ich bin früher schon mal hier gewesen und habe an einigen Stellen meinen Kram vergraben. Die Höhle ist mir alleine ein wenig zu gefährlich. Ich will, dass du mir dabei hilfst. Und wer bist du überhaupt? Wer bist du überhaupt? Das geht dich einen feuchten Dreck an. Wenn ich dir erzählen wollte, wer ich bin, dann hätte ich das schon getan. Klar? Lass uns deine Höhle aufsuchen. Lass uns deine Höhle aufsuchen. Komm mit. Okay, ich glaube, ich weiß schon, welche Höhle er meint. Und ich glaube, die ganzen Xe sind von ihm. Diese ganzen Kreuze, die auf dem Boden gemacht sind. Vielleicht kann ich dann jetzt endlich die Dinger da auch ausgraben. Müsste ich die jetzt alle dann aufsuchen, wenn ich das jetzt graben darf. Wenn ich da jetzt graben darf. Mal gucken, was ich dann da kriege. Hier will er also rein. So, mein Freund, hier ist die Höhle. Ich gebe dir schon mal eine Hacke. Irgendwo da drin habe ich den Kram vergraben. Ich hab die Stelle mit einem Kreuz markiert. Worauf wartest du noch? Geh rein und hol das Zeug. Was ist mit dir? Jemand muss doch auf unseren Rückzug achten. So, und jetzt rein mit dir. Der ist ein Wichser. Sorry, dass ich das so sage, aber Greg ist ein Wichser. So, Goblins gibt's jetzt keine neuen, oder? Na, keine neuen Goblins. Das Kreuz war doch hier irgendwo. Ja, hier. Ah, okay. Boah, ich muss die ganzen Xe jetzt aufsuchen. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Erfahrung 100. Da kann ich nichts mehr machen, okay. Was, wenn ich das alles behalte, was er dann da gefunden hat oder vergraben hat? Wo warst du denn so lange? Hast du schon was gefunden? Ja, ich habe ein Säckchen mit Gold gefunden. Ja, ich habe ein Säckchen mit Gold ausgegraben. Her damit! Hier hast du es. Das ist gut. Dann sind sie immer noch da. Bist ja doch zu was zu gebrauchen. Okay, hör zu. Ich habe noch mehr vergraben. Und du wirst es mir wieder beschaffen. Also, auf dem kleinen See mit den zwei Wasserfällen ist eine kleine Insel. Da müsste ein Versteck von mir sein. Weiter oben auf dem Weidenplateau habe ich auch zwei Stellen, an denen ich was vergraben habe. Die eine Stelle ist hinterm Bauernhof da oben und die zweite neben dem Eingang zum Pass bei den Wasserfällen. Es führt eine Treppe hinunter von den Feldern des Bauern dort oben zu denen des Großbauern.
In dem Talkessel am Ende der Treppe ist eine weitere Stelle. Ich werde bei der großen Kreuzung bei den Feldern des Großbauern auf dich warten. Enttäusch mich nicht. Das würdest du bereuen, klar? Okay. Also hier hat er auch noch eins vergraben. Ja, die Sache ist die. Was auch immer er da vergraben hat. Ich weiß nicht, die Erfahrungspunkte ist mir doch ein bisschen mehr wert. Schwimmen wir mal darüber. Kann sein, dass da irgendwas ist. Wieder gespawnt. Vielleicht der Lurker wieder. So. Aber ich will die Dinger jetzt endlich mal abgeschlossen haben. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ledergürtel. Aber gut, ich werde ihm jetzt nicht sofort alles zurückbringen. Und nach alles absuchen. Und wir mussten ja noch mit Balthasar, oder wie der hieß, quatschen. Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Ich glaube, mit Balthasar war das. Wegen den Hof da hinten. Und wer war nochmal Balthasar? Der war, glaube ich, hier auf dem Hof. Genau, und hier haben wir ja auch noch so eine alte Steinruine. Oh, Feuernässe. Gibt es ja auch Mechanismen? Knöpfe irgendwo? Was zu drücken? Hier, Aua. Reger. Lass dich nicht unterkriegen. Lass dich nicht unterkriegen. Wenn ihr Söldner ein bisschen erträglicher wärt, dann wäre alles andere nicht so schlimm. Ja, ich kann jetzt auch nicht im Namen aller anderen Söldner hier reden. Hier. Ah, hier Balthasar. Da war er. Hast du hier Banditen vorbeikommen sehen? Hast du hier Banditen vorbeikommen sehen? Allerdings. Sie sind bei Sekrups Hof am Feldrand Richtung Norden in den Wald gegangen. Sie hatten eine Menge Waffen bei sich. Sah so aus, als ob sie den Krieg mit den Orks gewinnen wollten. Wenn mich meine Augen nicht täuschten, dann hatten die Mistkerle ein junges Mädchen in den Wald gezerrt. Hoffentlich haben sie ihr nichts angetan. Bin nur froh, dass sie nicht auf unseren Hof gekommen sind. Okay. Du kannst deine Schafe wieder auf Bengas Weide bringen, übrigens. Du kannst deine Schafe wieder auf Bengas Weiden bringen. Ich habe mit ihm gesprochen. Ich danke dir. Ich mache mich gleich auf den Weg. Hier, nimm diese Schafsfelle als Zeichen meiner Anerkennung. Ah, nice. 10 Schafsfelle erhalten. Boah, geil. Okay, dann haben wir das auch erledigt, das Bild. Wie viel Gold haben wir jetzt mittlerweile? 1250. Okay, das geht. Das geht. So, dann hatten wir da hinten auch noch ein bisschen was vergraben gehabt. So 2 Kreuze irgendwo. Was macht Greg jetzt hier? Ach komm, geben wir ihm den Lederbeutel. Achso, ich muss alle anderen jetzt sofort auf einmal finden. Okay, gut. Dann. Ja, sammeln wir die anderen noch ein. Die da hinten irgendwo waren. Pflanze, nice. So, okay, jetzt aber weiter. Und da oben ist wahrscheinlich Dexter. Die Frage ist nur, wie kommt man zu ihm hoch? Meine Meinung kennst du ja schon. Irgendwie muss es doch einen Weg da hoch geben, oder? Guck mal, vielleicht gibt es hier irgendwo einen Weg. Das sieht danach aus, ja. Tatsächlich. Ich speichere einmal hier. Hier machen wir auf die 4. Komm.
Hier speichern wir auf der 4 und gehen jetzt nochmal hoch. Dass ich das nie gesehen hatte. Greifen die mich an? Halt! Du kannst hier nicht vorbei. Ich will mit deinem Anführer sprechen. Ach so, du willst mit meinem Boss sprechen? Ja, dann lasse ich dich natürlich durch. Aber nur, wenn du seinen Namen kennst. Denn wenn nicht, muss ich dich töten. Also? Dexter. Keine Ahnung, Diego, Dexter Lee. Dexter. Tja, schätze, du kennst meinen Boss. Okay, ich lasse dich durch. Aber ich warne dich. Kommst du irgendjemandem zu nahe, kommst du hier nicht mehr lebend raus. Also atme tief durch und lass die Waffen stecken. Dexter findest du im Haus. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Und hier habe ich eine Steintafel gesehen. So, Bandit. 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 Noch ein Bandit. Noch ein Bandit. Ist der hier drin? Nö. Okay, ich benutze das mal lieber nicht. Müssen noch mehr Leute geben, die man kennt. Bandit, Bandit. 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 In dem Haus vielleicht. Die heißen alle Bandit. Hier, Dexter. Hey. Sieh an, wer da ist. Der große Befreier. Na, du Held? Was suchst du hier? Ich suche ein paar Antworten. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass du freiwillig hierher kommst. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass ich dich hab suchen lassen. Noch keinen von meinen Steckbriefen gesehen? Deine Visage ist da drauf. Ja, du bist ein begehrter Mann. Hast du das nicht gewusst? Was willst du denn von mir? Ich? Gar nichts. Aber mein Boss, der ist ganz heiß drauf, dich zu töten. Deswegen soll ich dich finden und deinen Kopf zu ihm bringen. Oh. Man erzählt sich, dass du Leute aus Corinnes verschleppst. Ich glaube dir kein Wort. Da ist so ein Kerl mit Augenklappe, der sucht dich. Du willst meinen Kopf? Komm und hol ihn. Ne? Warte, ich will. Da gibt's so einen Kerl mit einer Augenklappe, der sucht dich. Alle suchen mich. Es schert mich einen Dreck. Wenn der Kerl was von mir will, soll er herkommen. Man erzählt sich, dass du Leute aus Corinnes verschleppst. Dahinter bist du also auch schon gekommen. Saubere Arbeit, kann ich da nur sagen. Ich dachte, ich hätte meine Spuren besser verwischt. Wo sind die Leute geblieben? Wer gab dir diesen Auftrag? Wo sind die Leute geblieben? Hier irgendwo in den Minen? Sie sind schon längst über alle Berge im Nordosten und unerreichbar für dich. Ich könnte dir zeigen, wo genau. Aber ich wüsste nicht, warum ich das tun sollte. Wer gab dir diesen Auftrag? Mein Boss, ein gefährlicher Mann. Du kennst ihn. Es ist Raven, einer der ehemaligen Erzbarone aus dem alten Lager im Minental. Er braucht die Leute für seine Pläne. Und das ist auch schon alles, was du wissen musst. Ein Erzbaron hier in Corinnes? Er ist kein Erzbaron mehr. Er hat seine eigenen Pläne. Und das wird Corinnes auch schon bald zu spüren bekommen. Raven gefährlich? Naja. Was weißt du denn schon? Du kennst ihn nicht so, wie ich ihn kenne. Er war damals schon ein mieses Schwein, aber heute... Er hat sich verändert, seit die Barriere gefallen ist. Ein schwarzer Schatten liegt auf seinem Gesicht. Sein scharfer Blick durchdringt dich wie die Krallen eines Greifvogels, wenn du ihm zu lange in die Augen schaust. Ich kann dir nur den einen Rat geben. Verlasse Corinnes so schnell, wie du nur kannst, bevor es zu spät ist. Hier gibt es nichts für dich. Nur den sicheren Tod. Und was hast du jetzt vor? Willst du mich töten? Ja, aber du hast uns alle befreit. Deshalb gebe ich dir noch eine Chance. Hau ab. Verschwinde. Mach dich unsichtbar. Geh und lauf mir nie wieder über den Weg. Ich muss wissen, wohin du die Leute verschleppt hast. Tja, kannst ja versuchen, es aus mir rauszuprügeln. Es ist besser für dich, wenn du jetzt gehst. Lässt du dich hier nochmal blicken, werde ich nicht zögern, dich zu töten. Okay, also ich werde die hier alle
ein andermal töten. Er gibt mir zumindest jetzt noch die Chance, mich zu verbessern, zu vorzubereiten. Der arme Kerl kann einem leid. Aber die werde ich hier alle noch dann töten müssen. Und ich habe zumindest noch ein bisschen Erfahrungspunkte und so bekommen. Aber wir kennen jetzt den Weg hier hoch. Immerhin. Also ich zumindest. Und wir wissen jetzt, wer dahinter steckt. Raven. Ja, den hatten wir schon einmal fertig gemacht. Aber ich glaube, hier ist er wieder stärker als ich. Vor allem, ich habe wieder von Null anfangen müssen. Und der wahrscheinlich nicht. So. Aber nice, dass wir den Weg jetzt hier gefunden hatten. Ich habe aber... Was hatte ich vorgehabt? Ich wollte die Schätze suchen. Stimmt. Die X'er nochmal absuchen. Da waren ja noch zwei. Das heißt, ich muss jetzt noch einmal zu den Bauern da hoch. Und wo die anderen Banditen waren. Das war jetzt aber nicht direkt hier drunter. Sondern noch eins weiter, glaube ich, hier, der Weg. Die machen wir jetzt noch eben. Aber okay. Was ist eigentlich aus Gomez geworden? Also in Gothic 1 habe ich ihn zwar getötet, genauso eigentlich wie Raven und so weiter, eigentlich alle. Aber ich frage mich, was hat er jetzt wirklich, hätte ich ihn jetzt nicht getötet gehabt, gemacht? Existiert er noch oder ist er auch tot? Das frage ich mich. So, da haben wir noch ein X, das nehmen wir mit. So. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ein Amulett. Was für ein Amulett? Erzamulett des suchenden Irrlichts? Amulett der Kraft? Amulett der Eichenhaut? Amulett der Lebenskraft? Weiter unten? Ne, ich habe 25 Sumpfkraut. Die behalte ich aber erstmal. Vielleicht brauchen wir die noch. Und ich sehe mich ab. Degen der Banditen. Ich sehe mich aber auch schon in naher Zukunft, vielleicht in 2-3 Folgen, schon in den anderen Wald da reinspazieren müssen. So, wo war... Da, da hinten müssen wir hin. Ah, hier ist Balthasar jetzt. Da, wo diese untoten Goblins und so weiter sind. Aber auch die anderen Viecher. Hier, da waren ja auch ein paar Orks im Wald. Die muss ich auch noch alle ausschalten. So. Den muss ich noch einsammeln. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Eine silberne Schale, okay. So. Schürfer und Erz. Kann man, soll die drei Schürftrupps aussuchen und herausfinden, wie viel Erz sie gelagert haben. Der Paladin Passable kann mich mit Informationen über die Schürfer versorgen. Der Schürfer von Fayette haben bisher 2 Kisten Erz befördert. Ich habe bisher noch nicht viel da erledigt. Aber jetzt, ich glaube, ich habe jetzt alles für Greg. Oder? Für Greg müsste ich jetzt alles haben. Ich gehe mal da wieder runter und sage ihm mal eben Bescheid. Und dann will ich eigentlich schon in der nächsten Folge dafür sorgen, dass wir hier Gorn freikaufen. Obwohl, ne, lieber noch nicht in der nächsten Folge. Vorher will ich vielleicht doch mal hier noch mal ein bisschen stärker werden. Noch mehr Erfahrungspunkte, Lernpunkte sammeln. Wieso sind hier andauernd die Degen? Die Degen liegen hier einfach rum. Ich find's gut, also ich kann die gut verkaufen dann.
So, aber wir quatschen nochmal mit Greg. Vielleicht fehlt uns noch was. Wo ich jetzt keine Ahnung habe, wo ich suchen muss. Aber das waren jetzt insgesamt 4x. Da habe ich was. Feuerkraut. Und Teilkraut. Nice. Und vielleicht kann ich Greg jetzt sagen, wo Dexter ist. So, wo ist er denn überhaupt? Da, da sehe ich ihn. So. Hey! Hey! Alles klar? Alles klar? Wie man's nimmt. Die Söldner sind nicht wirklich eine große Hilfe für mich. Ich hatte erwartet, die hätten ja wenigstens ein bisschen Mumm in den Knochen. Aber wenn du mich fragst, sind das alles nur Aufschneider und Großmäuler. Was ist denn jetzt mit meinen vergrabenen Sachen? Hast du sie schon gefunden? Nein, noch nicht alles. Dann mach mal ein bisschen schneller, ja? Das kann doch wohl nicht so schwer sein. Was wolltest du von Söldnern? Ich vermute, du suchst einen Kerl namens Dexter. Ich will erstmal das. Was wolltest du denn von den Söldnern? Das weißt du doch. Ich suche diesen Kerl in der roten Rüstung. Aber die Idioten hier wissen auch nicht, wovon ich rede. Okay, wo genau hast du nochmal deine Sachen vergraben? Wo genau hast du nochmal deine Sachen vergraben? Also, auf dem kleinen See mit den zwei Wasserfällen ist eine kleine Insel. Da müsste ein Versteck von mir sein. Weiter oben auf dem Weidenplateau habe ich auch zwei Stellen, an denen ich was vergraben habe. Die eine Stelle ist hinterm Bauernhof da oben und die zweite neben dem Eingang zum Pass bei den Wasserfällen. Es führt eine Treppe hinunter von den Feldern des Bauern dort oben zu denen des Großbauern. In dem Talkessel am Ende der Treppe ist eine weitere Stelle. Ah, okay. Dann das mit Dexter sage ich ein andermal. Erst nicht, dass er dann dort ist. Dann gehen wir gleich nochmal dahin und gucken, wo wir, beziehungsweise in der nächsten Folge gehen wir da nochmal hin und gucken, wo wir das finden. So, dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Maxideus und ciao.